Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gas Station Simulator. So, guten Tag. Was haben wir hier? Reparieren, reinigen, Kasse, tanken. Die sind alle am Arbeiten, das ist wunderbar. Ich tippe mal darauf, hier quillt wieder alles über. Nee, guck mal, weil jetzt ist ja einer am Reinigen. Ah doch, es quillt. Okay, man kann ja mal denken, es könnte, aber es tut dann doch nicht. Hauptsache, das Teil hier wird nie voll und das wird auch nie mehr voll. Da bin ich fast sicher. Gut, wir gehen mal schnell schauen. Dekoration. Ich möchte tatsächlich alle Dekoration haben. Und zwar, ja, vor allem im Außenbereich. Im Innenbereich ist nicht so wichtig. Haben wir hier was? Nein. Wir düsen mal eins weiter. Wir haben noch irgendwelche Autos. Hier haben wir ein viertes Wrack. Ja, können wir kaufen. Bald wird die Reise zu Ende sein. Machen wir auch. Ein fünftes. Jawohl. Dann haben wir noch das letzte Wrack für 500. Kaufen wir auch. So, dann haben wir das auch abgeschlossen. Wir schauen. Ich werde jetzt mal so bis auf den 1000er runtergehen. Ja, bei 850 ist das schwierig. Was haben wir sonst noch? Hier 110. Eine weitere Palme. Sehr gut. Ihr seht, wir haben hier eh noch ein paar Dinge, die wir sozusagen machen müssen. Also müssen wir nicht, wollen wir. Aber für den Moment würde ich das jetzt mal lassen. Ja, da haben wir die Palmen. Ja, sie wird langsam... Cool, das hier voll ist natürlich, also ich sage nochmal, wenn ich hier mein Auto reparieren lassen will, ich würde wieder umdrehen, wenn die Autos hier so stehen. Da hat man ja das Gefühl, ja jedes zweite geht in die Hose und dann stapeln die hier. Ja macht mal. Oh, Kraftstoffstatus niedrig. Ja, ja, Entschuldigung, ich muss nachbestellen. Ja, ja, ich komme. Auto kann nicht aufgetankt werden, Halleluja. Ich komme, ich eile, ich renne. Ich kann anscheinend zweimal, aber jetzt habe ich halt wieder Geld ausgegeben. Ja, wir haben 1000 eigentlich zur Verfügung an Speicherplatz. Ich weiß zwar nicht, doch hier, guck mal, da sieht man es. Das heißt, wir könnten hier zweimal bestellen. Das ist aber natürlich eine Finanzfrage. Machen wir einmal 500, dann haben wir 600 mit dem, was wir noch haben. Ja, das ist okay. Ansonsten, keine Produkte. Hier ist voll, hier ist okay. Das ist okay. Hier können wir nochmal nachliefern. Dann muss ich natürlich die Werkstatt gleich nochmal kontrollieren. Ja, wir haben doch aber, guck mal hier. Braucht ihr denn immer das, was wir nicht da haben? Sag mal, macht ihr das mit Absicht? Da, gleich nochmal Alkohol nachschenken. Da platzieren wir mal nochmal. Okay, Hüte. Haben wir keine, habe ich glaube ich nachbestellt. Ne, sind die auch schon wieder weg. Okay, wir brauchen Hüte. Und dann brauchen wir... Ja, viel mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen dann wahrscheinlich von der Werkstatt nochmal was. Das ist okay hier. Zigaretten. Ja, können wir auch nochmal nachplatzieren. Okay, soll ich einfach eine Ladung Hüte bestellen? Ist irgendwie... Ja, kommt, wir bestellen halt einfach eine Ladung Hüte. Was soll's? Lieferung, Produkte. Wo haben wir sie denn? Hut. Zack, zack. Wir haben sowieso nicht so viel Geld. Das heißt, ich nehme auch die teuren, ich weiß. Ja, aber das klappt nochmal. Gut, Tankstelle. Ne, nicht Tankstelle, das ist okay. Oh, hier schnell drehen. Ja, der kommt auch nicht schnell voran. Kann ich hier nochmal durch? So, ich wollte hier hinten schnell gucken. Ich komme gleich wegen der Lieferung. Wir müssen... Ja. Ja. Ist im Groben okay. Aber nachbestellen müssen wir hier definitiv auch bald wieder. Wir können ja Reifen, können wir eigentlich ohne Ende bunkern. Wir haben dermaßen viel Platz. Hier, diese beiden Gestelle. Ja, nein, nein. Echt jetzt? Come on. Hippa! Fast. Hippa! Fast. Ich lasse liegen. Vielleicht wird es ja trotzdem benutzt, ist ja nicht kaputt. Ich sollte da nicht rumfummeln. Jedes Mal, wenn ich da was mache, dann liegt nachher was vor dem Regal statt auf dem Regal. So, wo wollte ich hin? Genau, wir müssen tanken. Wie sieht's hier aus? Ausruhen, ausruhen, Kasse. Wir müssen erst schnell gucken, dass wir die Leute hier wieder... Ja, ja, wir bemühen. Moment. Angestellte bezahlen, dann haben wir hier ausruhen, du machst tanken, dann haben wir hier ausruhen, du machst die Kasse, hier haben wir ausruhen, auch die sind eigentlich alle gerade am ausruhen, wer ist hier fitter? Er definitiv. Dann haben wir dich noch, jetzt Aufgabenliste, was haben wir noch nicht gemacht? Autos reparieren, dann haben wir reparieren, Kasse tanken, das passt, was wollte ich? Genau, zu den Lieferungen rennen. Wahrscheinlich ist jetzt der andere auch schon... Oh, Benzin fehlt noch. Moment, da müssen wir schnell am Rad drehen. Ich drehe gerne am Rad. Das ist das Einzige, was wir hier machen müssen. Und hier ist halt noch zu. Auch das werden wir gleich ändern. Ich kümmere, ich eile, ich fliege.
da einmal diesen. Und dann bitte mal gerne hinein in die gute Stube. Besten Dank. Was haben wir denn hier Schönes? Schnapp. An der Tür vorbei vielleicht. Dann funktioniert es auch mit den Paketen. Ach, schon fertig. Okay, danke schön. Kommt der andere schon? Nö, der ist noch nicht unterwegs. Hier wird betankt. Das gefällt mir. Was haben wir bestellt? Hüte. Waren das die Hüte? Ich glaube, ja. Nicht hier Knuddelmuddel machen. Nicht, dass er wieder festhängt. Wobei eben, dann kann ich eigentlich mit einem Besen sogar dafür sorgen, dass die Autos wieder fahren anscheinend. So, Hüte haben wir auch wieder. Oh, okay. Ja, jetzt ist natürlich niemand am Putzen, stimmt. Jetzt, wo er sagt, müssen wir durch. Dankeschön. Pat, Wundertonne. Ja, das lassen wir. Wir werden nachher nochmal jemanden nehmen. Oder können wir jetzt schon? Können wir jetzt schon. Weißt du was? Angestellte bezahlen. Und dann hätten wir gerne die Ausgeruhte, die zumindest halbwegs Ausgeruhte, dass die mal ein bisschen putzt. So, damit das hier in Schwung kommt. Jetzt haben wir den anderen. Da kommt er gerade. Ja, tütüt, genau. Neue E-Mail, das, ja, ignorieren wir wie immer. Wir haben 1200. Ich würde gerne nochmal ein paar Sachen machen in Sachen Dekoration, aber wir brauchen natürlich auch das Geld, um dann allfällige Reifen etc. wieder nachzubestellen. Das sollten wir mal nicht unterschätzen, denke ich. Kommt der jetzt doch nicht? Ich habe doch nochmal bestellt. Neue E-Mail, Kunde Werkstatt, Kunde Kraftstoff. Wir sind alle am Arbeiten, das muss uns nicht interessieren. Habe ich nicht nochmal bestellt? Ach, ich habe natürlich Benzin bestellt. Genau das war's und das habe ich ja schon gemacht. Gut, dann können wir hier nochmal kurz rein. Wo habe ich das jetzt gesehen, wo es übel aussah? Hier, das möchte ich mal ganz kurz noch geputzt wissen. Mit, Moment, ich hab's gleich, so schwierig war es nicht. Was machen wir denn hier? Was Fröhliches. Nicht dieses, ja, machen wir dieses schöne Blau. Da bin ich eigentlich Fan von. Da ist schon wieder jemand am Reklamieren, weil irgendwelche Sachen fehlen. Dabei haben wir doch fast alles, sag mal. So, und jetzt machen wir das mal Unifarben, sprich alles in diesem schicken Blauton. Jo, passt. Und hier nochmal in diesem schicken Blauton. Aber man könnte schon in dem Spiel im Prinzip den ganzen Tag einfach Wände streichen. Also das würde tatsächlich gehen. Weil kaum hast du irgendwo was gemacht, ist was anderes wieder schmutzig, beziehungsweise nicht mehr schön. Lampen haben wir. Haben wir nicht noch irgendwie Deckenlampen? Lass mich mal schnell gucken. Dekoration Innenbereich. Hängend. Das ist aber nicht hängend. Ich rede von Deckenlampen. Stehend, eine Rakete. Das ist alles nicht, was ich suche. Das steht auch. Keine hängenden Lampen. Also am ehesten hängend wäre sowas. Was ist denn nicht okay? Ach, die hat wieder einen die machen wieder Fehler hier. Na gut, wir sind zum Glück nicht mehr darauf angewiesen, Trinkgeld zu haben. Hier war es eben noch ein bisschen dunkel. Hier ist aber die Uhr im Weg. Hier können wir noch was hinmachen. Warte, einmal so, dann wird es hier auch heller. Sauber. Nachliefern, keine Produkte. Keine Produkte, keine Produkte. Ich check mal ganz schnell. Hier können wir nochmal auffüllen. Mhm. Da kann sogar ordentlich auffüllen. Hier haben wir noch Zeugs. Können wir hier auffüllen. Jawohl. 5, 5, 5, 5, 5. Passt. Zack. 5, 5, 5. Machen wir mal das, 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 das. Füllen wir mal alles auf. Okay. Nein, jetzt habe ich wieder eine in der Hand. Nimm mal die, die ist auch, die ist heile sozusagen. Brillen. Okay. Hier auch okay. Gelati. Ja, machen wir nochmal. Zähne, 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 Zähne. Ist auch voll. Wie sieht hier aus? Da haben wir auch nochmal. Ja, schön, wenn man so ein volles Lager hat. Definitiv. Dann kann man sich auch entsprechend einfach immer nachrüsten. Und hier das Gleiche. Wir rüsten nach. Okay, und hier ist eh voll. Und Zigaretten machen wir auch nochmal. Auch voll. Brauchen wir weitere Regale? Ich würde sagen, im Moment sehen wir mal davon ab, dass wir hier irgendwie Regale kaufen. Wir brauchen sie nicht zwingend. Hier, die beiden Sachen, die würde ich gerne nochmal kurz haben. Lieferung. Produkte, das haben wir hier unten. Das wären mal die Teddybären. Dass wir da mal ein bisschen größeren Dingens anlegen. Größeren Lagerbereich. Okay.
Autopflege. Was wurde verlangt? Irgendwie sowas, glaube ich. Machen wir das mal noch. Whoa, whoa, whoa. Wait. Was? Bestellung. Also irgendwie die Frau ist, glaube ich, für die Kasse eher ungeeignet. Kann das sein? Da ist schon wieder jemand am Ausruhen. Wo fehlt jemand? Beim Tanken. Da ist aber gar keiner. Das passt. Gut, was haben wir noch? Ja, die neue E-Mail. Wie gesagt, die interessiert ja eigentlich nicht wirklich. Da kommt gerade die Polizei. Das werden wir kurz bedienen. Weil, ja, der Kollege, der sich dort ausruht, der ist tatsächlich ziemlich platt. Die Bestellung abwarten, genau. Herr Polizist, alles okay? Alles im grünen Bereich? Freut mich. Oder jagen Sie gerade Verbrecher? Wir tanken Spezialbenzin für die Polizei. Dann sind sie tatsächlich noch ein bisschen schneller, als sie eh sind. Gut. Ja, das können wir so laufen lassen. Kommt die Lieferung schon? Ja, da sind sie. Düsen wir gleich mal nach hier hinten. Mitten in der Nacht. Wobei, nee, jetzt ist irgendwie 8:30. Das ist dann doch nicht mitten in der Nacht. Das passt schon. Haben wir offen? Ja. Haben wir hier drin eigentlich kein Licht? Doch ein bisschen. Ja, so eine richtige Industriebeleuchtung. Heieiei. Das sieht schon richtig aus nach Arbeit, nach Werkstatt. Gut. So, ein bisschen schneller bitte. Ich werde hier mal nochmal kurz bei den Angestellten nachgucken, solange bis der kommt. Die Nina, ich würde sagen, die macht eine Pause. Macht sie, glaube ich, eh. Dann er ist am Reparieren, den lassen wir. Dann haben wir die Kasse und hier er. Ja, ihn lassen wir auch mal noch. Wir können selber noch nachtanken, beziehungsweise tanken, wenn wir müssen. Das geht immer so im Vorbeigehen. Das ist eigentlich relativ gut, finde ich. Also wenn da ein Auto steht, schnell tanken, dann ist der ja schon wieder weg. Das passt eigentlich alles relativ gut. Oh, 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 genau. Ja, es lässt nach. Machen wir auch nochmal kurz. Lieferung, dann hätten wir hier die Autoteile. Wir brauchen Reifen. Nochmal ordentlich. Da mal nochmal ein, zwei, würde ich sagen, nicht übertreiben. Und hier haben wir halt in dem Sinn keine Chance, wenn hier das Ganze rot ist. Wie hier zum Beispiel, wir brauchen es ja trotzdem. Kann ich das bezahlen? Ja, aber kann ich bezahlen? Schön, so macht es halt schon Spaß, wenn man einfach irgendwie Knöpfchen drückt und dann funktioniert. Sehr schön. Wurde hier auch geputzt? Naja, es geht so. Das Klo muss immer sauber sein, das ist unsere oberste Priorität. Gemalt haben wir hier, das ist also soweit in Ordnung. Gut. Moment, wo haben wir den Lieferanten? Irgendwie, wir haben hier halt Fliegen ohne Ende, aber das Teil fühlt sich nicht. Es ist wirklich faszinierend. Sowas hätte ich auch gerne zu Hause. Dass man einfach immer was reinschmeißt, dann ist es weg. Wie gut ist das denn? Kommst du? Ja, das dauert noch. Was können wir denn machen? Wir können ja nochmal kurz schauen hier. Dafür haben wir den Computer. So, gefällt mir besser. Wenn die Sachen schweben, da kriegt man ja Angst. Nee, das haben wir eigentlich gemacht. Ich wäre nochmal gerne bei den Angestellten. Kasse ist müde. Er ist am Ausruhen. Dann machen wir Folgendes. Wir bezahlen. Spreche. Aufgabenliste. Pause. Spreche. Aufgabenliste. Kasse. Dann haben wir Kasse. Ausruhen. Das nochmal noch reparieren. Wie gesagt, Kraft... Oh, wir haben drei Kunden am Kraftstoff. Okay, dann gehen wir da nochmal hin. Hier ist mittlerweile ordentlich Verkehr, was die Angestellten angeht. Halleluja. So. Die machen wir schnell und dann holen wir, was wir da geliefert kriegen. Das ist ja, wie gesagt, immer schnell gemacht. Ich würde sogar fast sagen, das ist eigentlich leicht verdientes Geld, wenn man so will. Ja, wir sind sogar ein Lifesaver. Das heißt, wir könnten fast schon bei Baywatch mitspielen. Oh, da habe ich letztens... Ich mochte eigentlich die Serie. Baywatch mochte ich eigentlich gerne. Wie wahrscheinlich die meisten in meinem Alter wegen auch natürlich. Ja. Okay. Wegen den hübschen Frauen. Aber jetzt habe ich irgendwie letztens mal so 10 Minuten vom Baywatch Film. Oh, der Partybus vom Baywatch Film geguckt. Meine Herren, ist der schlecht. Das gibt's ja gar nicht. Wie kann man denn so eine Serie dermaßen, weiß auch nicht, verdatteln? Das ist ja unglaublich, echt. Übel. Schon wieder fertig? Okay. Haben wir das auch? War das Werkstatt? Ich gehe mal schnell gucken. Oder waren das? Nee, das waren, glaube ich, die Spielsachen. Ich weiß, ich hätte auch auf den Lastwagen achten können, dann wüsste ich es auch. Doch, guck mal. Das war auch das hier. Alles platzieren. Vorsichtig. Hier auch nochmal. Und dann haben wir hier nochmal was. Ja, ist uns eh am Ausgehen. Dann haben wir...
alles fertig. Hier haben wir die Reifen, hier haben wir die Batterien, hier liegt noch eine rum. Die verschenke ich irgendwann. Wenn wir sie nicht verkaufen können. So, wir haben an der Kasse Leute, das ist egal. Ja, ist klar, da ist natürlich jetzt der Partybus unterwegs. Da ist aber noch ein Müll voll. Süß, kommt weg, weil das ist natürlich schlechte Publicity, die können wir so nicht brauchen. Andere Richtung, war Hilfe. Aliens in unserer Tanke. Schleich die. Mach, dass du wegkommst. So, oder kauf und geh dann. Dann bin ich auch froh. Hallöchen Leute, Kasse ist okay. Jetzt haben wir wieder jemanden beim Kraftstoff. Das wäre dann in die Richtung. Also wenn du da irgendwie als Privatperson hierher kommst und dann ist der Partybus hier, na dann Halleluja. Ach, der Nächste. Ja, komme. Eigentlich sind alle wieder fit. Ich werde gleich mal nochmal neu einteilen, das Ganze. Und wir hier, zack. Boah, wir haben 3,5. Jetzt haben wir aber Geld. Da können wir nachher in der nächsten Folge dann tatsächlich nochmal gucken wegen den Dekorationen. Jawohl, place all. Dann ist sie auch voll. Hier all, dann ist auch voll. Ja, voll ist nicht, aber okay ist es. Zeitung haben wir auch nochmal. Und Brillen werden wir auch nochmal nachliefern. Passt. Gut, jetzt würde ich gerne nochmal schnell gucken. Jetzt sind doch alle halbwegs fit. Sehe ich das richtig? Wir bezahlen die mal. Er ist am Reparieren. Sie ist am Ausruhen. Wir machen folgendes. Spreche. Mach eine Pause. Spreche. Aufgabenliste. Reparieren. Aufgabenliste. Mach mal tanken. Und er ist an der Kasse und hat noch ein bisschen Luft. Das ist auch okay, wenn der noch ein bisschen Luft hat. Nee, hier hat's keine Bugs. Muss ich jetzt echt nochmal selber hier als Chef? Awesome. Ich bin... Ja, awesome, das gefällt mir besser. Ich bin der Chef von 4 Leuten, Leute. Und ich bin hier mit dem Besen unterwegs. Was mache ich falsch? Weiß auch nicht. Ja, irgendwie ist es halt wirklich... Weiß auch nicht. Ein Angestellter, der Geld kostet und dann sich mit Putzen beschäftigt. Der generiert halt kein Geld. Kannst du mal, wenn du hier bedienst, vielleicht darauf achten, dass du nicht auch noch Sand reinschleppst? Das gibt's ja wohl nicht. Sag mal. Wenn die Angestellten bald mehr Käse machen, als hier die Leute, die hier einkaufen. Was passt ihnen nicht? Wir haben Hüte. Wir hatten vorher Hüte, die können doch nicht schon wieder alle weg sein. So, gleich haben wir es. Da steht noch eine Flasche rum, die werde ich gleich mal wegballern. Das macht so keinen Sinn. Kauft eh keiner mehr. So, einmal Müllbad, dann haben wir das auch. 4000 haben wir. Boah, jetzt haben wir aber echt Geld. Das ist natürlich sehr nett. Gut, brauchen wir noch irgendwie was? Ja, nochmal ein Besen. Nochmal hier kurz durchwischen. Damit das Klo auch wieder passt. Dann reiche mir die Hand. Wir düsen wieder raus. Und dann haben wir einen Kunden an Kraftstoff. Da wird aber getankt. Ja, jetzt läuft's. Ich wäre versucht, vielleicht zu testen. Wisst ihr was, das mache ich mal noch. Einen 5. Angestellten. Wir verdienen so viel Geld, wir könnten uns den leisten. Wohnwagen. Kaufen. Tatsächlich, es funktioniert. Wir kriegen auch einen 5. Ja, dann machen wir das doch. Ja, klar. Angestellte. Einstellen. Der sieht ja putzig aus. Samuel. Matthew. Der guckt ein bisschen so, da kriege ich Angst. Wie sieht's mit den Werten aus? Ja, er ist eigentlich besser. Wir stellen ihn ein. So, wir haben den 5. Angestellten. Halleluja, den werden wir doch gleich mal bemühen. Angestellte, hier ist er, der Samuel. Was haben wir denn noch nicht? Wir haben Kasse, tanken, reparieren. Ja, ich würde sagen, der fängt genauso an wie die meisten, die anfangen. Er putzt mal eine Runde. Sehr schön. Jawohl, dann haben wir den 5. Angestellten. Jetzt soll es aber wirklich langsam so sein, dass wir hier eine Hängematte aufspannen können. Und dann hier mal ein bisschen lockerflockige. Nicht gerade Urlaub machend, aber... Hallöchen, neuer. Ich wünsche dir viel Spaß. Schlecht bezahlt das Ganze, aber glaub mir, es macht Spaß. Also das ist wirklich hier die Tanke, die ruht, die Angestellten sind nett, der Chef ist voll der coole Typ. Der hüpft auch mal vor lauter Freude. Und ansonsten, ja, wünsche ich dir hier viel Spaß. Ich glaube, in dem Wohnwagen kann man auch mal wohnen. So, und jetzt haben wir nämlich wirklich Ruhe. Allerdings, oh nö, guck mal, hier, Tonnen Zeugs. Gerade im richtigen Moment, nee, doch nicht. Sonst, Hüte, echt jetzt? Die Leute kaufen Hüte, als gäbe es keinen Morgen mehr. Darf ich vorstellen, die Vereinigten Staaten von Amerika. Sensationell.
Ja, da haben wir nochmal einen. Und da haben wir nichts mehr. Und Zigaretten, da wird es auch langsam eng. Machen wir gleich nochmal. Lieferung, Zigaretten. Moment, ich muss nochmal... Ne, Zigaretten und Hüte. Ganz klar. Da werden wir jetzt zuschlagen. Zigaretten. So. Mal 10 ist das jeweils. Okay. Und dann hatten wir nochmal die Hüte. Dann nehmen wir mal alles doppelt, würde ich sagen. Egal, ob es teuer ist oder nicht. Weil das Geld haben wir. Kostet ja nichts. Waren ja nur Hüte. Okay, dann haben wir das nämlich dann auch. Und dann würde ich sagen, sind wir hier auf einem sicheren Weg. Okay, ich stelle mich mal nach da hinten. Ich mache jetzt aber trotzdem Break hier. Ich möchte nochmal kurz testen, ob das nicht doch funktioniert. Dass wenn wir, also wenn ich morgen hier wieder starte, dass vielleicht die Lieferung dann doch pünktlich kommt. Und nicht, dass die irgendwie verloren geht fast schon. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Wir sind, ich sag's gerne nochmal, auf einem sehr guten Weg. Also das kann nicht mehr ewig dauern. Man sieht, wir haben jetzt 4.500. 500 brauchen wir noch, bis wir die 5.000 da rechts haben. Und da bin ich gespannt, was da passiert. Wir werden sehen. Danke fürs Zusehen. Hoffe, euch gefallen. Und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.